Herzlich willkommen an alle Webinarteilnehmerinnen und Teilnehmer. Mein Name ist Elke Hehl und ich bin in der IHK für den Branchenservice Handel zuständig und freue mich sehr, dass Sie heute bei der ersten Veranstaltung unserer Reihe Digitaler Donnerstag Einzelhandel dabei sind. Wenn man 2021 wissen will, wo man Schuhe einer bestimmten britischen Marke kaufen kann, oder wo, da der Goldpreis momentan so hoch ist, altmodischen Schmuck los wird, dann googelt man zu Hause, auf dem Sofa oder unterwegs auf dem Handy. Und idealerweise zeigt dann ein Blick in den Google My Business Eintrag alles, was man wissen will. Wo das Geschäft ist, wann es geöffnet ist, wie es dort aussieht und wie dort die Einkaufsatmosphäre ist. Wie Sie Ihr Unternehmen in Google My Business am besten präsentieren und verlinken, erläutert Ihnen heute unser Experte Jesus Prado, SEO-Manager der SEOwerk GmbH aus Augsburg. Bevor wir in den Vortrag einsteigen, noch ein organisatorischer Hinweis. Während des Webinars haben Sie die Möglichkeit, im Chatverlauf Fragen zu stellen. Sie finden ihn rechts neben der Präsentation. Ich sitze am Laptop und sammle Ihre Fragen und werde sie nach dem Vortrag an Herrn Prado richten. Wir freuen uns auf viele Beiträge. Und nun übergebe ich an unseren Referenten Herrn Prado. Hallo, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren. Mein Name ist Jesus Prado. Ich bin bei der SEOwerk GmbH zuständig für den Bereich Suchmaschinenoptimierung. Bei uns in der SEOwerk GmbH kümmern wir uns um alle Belange im Bereich Online-Marketing. Dazu zählen beispielsweise Instagram- oder Facebook-Ads, Google-Ads oder auch eben Suchmaschinenoptimierung. Wir machen Webseiten und sind der Partner für alles rund um den Bereich Online-Marketing. Ich betreue einige Kunden auch im Bereich lokale SEO, lokale Suchmaschinenoptimierung. Und heute soll es genau darum gehen, um lokale Suchmaschinenoptimierung und den Google My Business Eintrag, vor dem Sie sicherlich auch schon häufiger gehört haben. Erstmal möchte ich versuchen, den Google My Business oder das Thema Google My Business in die lokale Suchmaschinenoptimierung einzuordnen. Was ist die lokale Suchmaschinenoptimierung? Suchmaschinenoptimierung, bei der Suchmaschinenoptimierung an sich geht es ja darum, Suchergebnisse einer Webseite möglichst weit oben in den Suchergebnissen bei Google anzuzeigen, sodass Nutzer möglichst auf ihr Suchergebnis klicken und Kunde bei ihnen werden. Bei der lokalen Suchmaschinenoptimierung geht es auch genau darum, nur dass eben noch der lokale Bezug mit dazu kommt. Als lokale Suchmaschinenoptimierung bezeichnet man alle Maßnahmen, die darauf abzielen, eine Webseite eben in den lokalen Suchergebnissen nach vorne zu bringen. Das lässt sich so ein bisschen mit den früheren Branchenbucheinträgen und Telefonbucheinträgen vergleichen. Mittlerweile ist es eben so, dass häufiger die Nutzer mit dem Smartphone oder von zu Hause aus eben nach Restaurants in der Nähe, nach Öffnungszeiten ihres Lieblingsgeschäfts oder anderen Dingen suchen. Und dann ist es eben ganz wichtig, dass man möglichst weit oben erscheint. Das Ziel von Google ist es eben, jedem Nutzer das Suchergebnis anzuzeigen, was für ihn relevant ist. Und genau darum soll es eben heute gehen. Ganz wichtig dabei zu wissen ist, dass der Standort des Nutzers von der Suchmaschine eben mit einbezogen wird. Dabei ist es eben hilfreich, dass das Handy und auch der Laptop mittlerweile die Position des Nutzers erfasst. Und die Suchergebnisse werden dann je nach Standort angezeigt. Es gibt hierbei verschiedene Suchanfragen, die der Nutzer suchen kann. Ein Beispiel ist eben, dass man den lokalen Bezug, die Stadt, gleich mit hernimmt. Ein Beispiel dafür wäre Restaurants in Augsburg. Also da wird ganz klar nach der Sache in Kombination mit dem Ort gesucht. Und der Suchende erhält dann abhängig von seinem Standort maximal 3 Ergebnisse bei Google My Business, wo eben der Name angezeigt wird, die Telefonnummer, die Öffnungszeiten. Wenn sehr wenig Konkurrenz da ist, also wenn es wirklich nur ein Unternehmen gibt, dann wird auch direkt einfach der eine Google My Business Eintrag angezeigt und genau darum geht es eben ganz weit oben zu erscheinen. Eine weitere Suchanfrage, die möglich ist, ist eine mit typisch lokalem Bezug, wo aber der Standort nicht mit genannt wird. Ein Beispiel wäre Friseursalon.
Da ist es ganz klar, dass wenn jemand in Augsburg wohnt oder in München, dass derjenige nicht nach einem Friseursalon in Berlin sucht, der bringt ihm ja nichts, sondern eben nach einem in seiner Nähe. Google erkennt dann durch das Handy, durch den Laptop den lokalen Bezug und zeigt lokale Suchergebnisse. Eine letzte Möglichkeit, wie die Nutzer suchen könnten, ist nach einer bestimmten Marke. Also ein Beispiel wäre bezogen auf Augsburg, Einkaufen, City Galerie Augsburg. Da ist ganz klar, der Nutzer sucht nach diesem einen Ort. Der wird ihm dann auch angezeigt. Es wird wieder nur dieser eine Google My Business Eintrag angezeigt. Und der Nutzer kann sich eben über Öffnungszeiten etc. erkundigen. Warum ist Local SEO so wichtig? Mittlerweile ist es so, dass 45% aller Google-Suchanfragen eine lokale Suchabsicht haben. Das heißt, das kann man sich wirklich zunutze machen. 4 von 5 Nutzern suchen nach lokalen Informationen bei Google. 1/3 aller mobilen Suchanfragen beziehen sich auf den aktuellen Standort. 50% der Verbraucher, die eine lokale Suche auf dem Smartphone durchgeführt haben, besuchten innerhalb eines Tages das Geschäft. Dazu gibt es mittlerweile statistische Erhebungen. Bei den Computernutzern bzw. Tabletnutzern, also Leute, die wahrscheinlich nicht unterwegs sind, sondern eher von zu Hause, von der Arbeit aussuchen, liegt der Wert bei 34%, die dasselbe taten. 50% aller Personen, die Informationen mit lokalem Bezug suchen, also sich beispielsweise mit den Öffnungszeiten beschäftigen, besuchen das Ladengeschäft spätestens am nächsten Tag. Und 18% der Suchenden wurden innerhalb eines Tages zum Kunden. Also es handelt sich hier wirklich um einen sehr hohen Anteil. Das darf man nicht unterschätzen. Im Endeffekt bedeutet das für Sie neue Kunden, mehr Umsatz. Und genau das ist ja das, was man erreichen möchte. Zum Local SEO kann man 3 Säulen zählen. Zum einen eben die On-Page-Optimierung. Hierbei geht es um Optimierungen auf der eigenen Seite, also auf der eigenen Webseite. Dann haben wir eben den Google My Business Eintrag, um den es heute hauptsächlich gehen soll. Und dann gibt es noch Off-Page-SEO, der nicht Google betrifft, also SEO auf anderen Webseiten, auf anderen Portalen, der aber auch damit reinspielt. Kommen wir zunächst mal ganz kurz zur On-Page-Optimierung der eigenen Seite. Hier gibt es ein paar Dinge, die man beachten kann und die einem auch schon ganz schön viel bringen können. 80% der Suchanfragen mit lokalem Bezug werden über Smartphones gemacht. Tablets sind da auch dabei. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Zielseiten auf jeden Fall für Smartphones und für Tablets optimiert sein sollten. Das sollten sie mittlerweile sowieso, auch ohne lokalen Bezug, aber vor allem mit Hinblick auf die Suche mit lokalem Bezug ist das eben sehr, sehr wichtig, dass die Seite auch für Smartphone optimiert ist. Was den Content angeht, kann man eben dafür sorgen, dass man ganz weit oben ist bei den lokalen Suchanfragen, wenn man den regionalen Bezug mit in die Texte aufnimmt. Also Sie sehen es hier in der Grafik. Sie sehen da unsere Webseite und da sehen Sie beispielsweise, dass wir eben in der Überschrift SEO-Agentur, SEO-Werk aus Augsburg drinstehen haben. Das heißt, Google kann verstehen, es handelt sich hierbei um ein lokales Unternehmen und kann das dann eben beim Anzeigen der Suchergebnisse mit beachten. Wichtig ist es eben, dass man dann auch die passenden Keywords hat und die mit dem jeweiligen Ort an relevanter Stelle eben darstellt. Dazu kommen noch die sogenannten NAP-Daten. NAP steht hier für Name, Address und Phone Number, also Name, Adresse und Telefonnummer. Das Wichtigste hierbei zu beachten ist, dass wirklich, egal wo im Internet die Daten hinterlegt sind, dass das immer dieselben sind, also dass das immer die gleichen Daten sind, dass die sich decken und dass da keine Unterschiede herrschen, die zu Verwirrung bei Google oder beim Nutzer sorgen könnten. Beim Namen ist es eben auch sehr wichtig, dass der Name überall immer der gleiche ist. Also wenn Sie sich für einen Namen entscheiden, dann sollte der überall gleich hinterlegt sein. Bei der Adresse gilt natürlich das Gleiche. Also wenn man sich entscheidet, den Begriff Straße abzukürzen, dann sollte man das eben überall machen, auf der Webseite, auch auf allen anderen Plattformen. Heißt, man macht sich am besten einfach vorher einen Plan, wie möchte ich eben dastehen im Internet, schreibt sich die Daten zusammen und überträgt das dann auf alle Plattformen. Bei der Telefonnummer gilt natürlich das Gleiche. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Telefonnummer darzustellen, nur mit der Vorwahl in Klammern beispielsweise, mit der Vorwahl von Deutschland und einem Plus vorne dran. Auch hier gilt, dass es egal, welche Form man davon benutzt, Sie sehen es auf der Folie, wichtig ist nur, dass es immer dieselbe ist.
Was auch sehr, sehr wichtig ist und sehr häufig, was ich sehr häufig merke, dass das eben falsch gemacht wird auf Webseiten, ist, dass die Anschrift und die Telefonnummer, jetzt steht das hier nicht drauf, aber auch die E-Mail-Adresse, dass die anklickbar sind. Sprich, wenn jemand mit dem Handy auf ihre Webseite kommt und die Telefonnummer, die Adresse, die E-Mail-Adresse sieht und da draufklickt, dass er die Möglichkeit bekommt, eben direkt die Mail zu schreiben, direkt sie anzurufen oder direkt über seine Navigations-App zu ihnen zu gelangen. Also stellen Sie sicher, dass die Sachen anklickbar sind, beispielsweise im Footer der Seite, also ganz unten, sodass der Nutzer es möglichst einfach hat, auf Sie zuzukommen. Darum geht es. So, jetzt wollen wir mal zum Google My Business Eintrag kommen. Wieso ist ein Google My Business Eintrag für Unternehmen so sinnvoll? Das wohl offensichtlich ist es einfach, dass der Nutzer alle relevanten Informationen, die er zu einem lokalen Unternehmen braucht, auf einen Blick bekommt. Also es geht sehr, sehr schnell. Man muss nur schnell den Namen eingeben. Man sucht ein Restaurant, gibt kurz bei Google Restaurant ein und hat schon alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Öffnungszeiten, Adressen, Telefonnummern, also all das, was man früher nicht so einfach hätte bekommen können. Also man will bei seinem Lieblingsladen vorbeischauen und weiß nicht, wie die Öffnungszeiten sind. Das kann man eben schnell nachgucken. Durch den Google My Business Eintrag, der ja eben die normalen Webseitenergebnisse ergänzt, die weiter unten auf der Google-Seite angezeigt werden, hat man einfach viel mehr Präsenz auch in den Google-Suchergebnissen. Der Google My Business Eintrag ist ja auch etwas größer, das heißt, wird prominent dargestellt und man hat einfach generell mehr Sichtbarkeit. Genau, was ein weiterer Vorteil ist, ist, dass man nicht nur in der Google-Suche zu finden ist, sondern auch bei Google Maps. Sprich, wenn der Nutzer, der zu Ihnen gelangen möchte, der Sie anrufen möchte, wenn der Nutzer nicht die Google-Suche nutzen möchte, sondern direkt über Google Maps ein Restaurant sucht beispielsweise, einen Friseursalon oder sonstiges, dann wird ihm auch dort direkt das Ergebnis angezeigt und er kann über die Google Maps-App direkt zu Ihnen gelangen. Auch das ist eben ein großer Vorteil. Was auch sehr gut ist, ist eben, dass wir hatten es ja vorhin erwähnt, dass die meisten Menschen eben mittlerweile am Handy suchen. Wenn man am Handy ist und einen Google My Business Eintrag aufruft, dann wird er sehr prominent und über die komplette Bildschirmgröße eben dargestellt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nutzer Sie anruft oder eben die Daten nutzt, ist einfach höher, weil nicht so viel Wettbewerb angezeigt wird. Und was man noch erwähnen muss, ist, dass besonders für Unternehmen mit vielen verschiedenen lokalen Standorten, wie zum Beispiel Kaufhäuser, Supermärkte, Baumärkte, Autovermietung etc., die profitieren auch davon, weil man all diese Standorte eben anlegen kann und die gemeinsam verwalten kann. Genau, und so hat man eben alles an einem Fleck. Kommen wir mal zu den Daten. Welche Daten kann man dort hinterlegen? Ganz wichtig ist, ich erwähne es nochmal, die Daten müssen immer richtig und einheitlich hinterlegt werden. Falsche Daten können hier wirklich Schlechtes bedeuten, wenn beispielsweise die Adresse falsch hinterlegt ist und der Nutzer nicht zu Ihnen gelangen kann, dann wird er sehr enttäuscht sein. Das gleiche gilt für die Öffnungszeiten. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal erlebt haben, wenn man nach Öffnungszeiten guckt, sieht, der Laden ist geöffnet, man fährt hin und es ist dann doch nicht geöffnet, dann ist das sehr, sehr enttäuschend für den Nutzer und der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht wiederkommen. Dementsprechend gilt es hier auch wirklich zu schauen, dass alles korrekt hinterlegt ist, dass man das alles immer aktuell hält, also da wirklich mal monatlich reinschaut, überprüft, ob die Daten alle richtig hinterlegt sind. Man bekommt auch zwischendurch mal Mails von Google My Business zu gewissen Dingen. Das heißt, das bietet sich immer ganz gut an, wenn man so eine Mail bekommt, dass man einfach überprüft, sind meine Daten aktuell oder nicht. Genau, also kommen wir mal zu den Daten. Ganz wichtig natürlich der Name des Unternehmens, der ganz oben steht. Hier sollte man den Namen verwenden, zumindest rein offiziell laut Google sollte man hier den Namen verwenden, der auch im Impressum der Webseite steht. Ich sage offiziell, weil es sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass, obwohl es eigentlich nicht erlaubt ist von Google-Seite, dass man beispielsweise das Keyword in den Namen mit reinnimmt. Also beispielsweise in dem Fall haben wir hier SEOwerk GmbH. Man könnte jetzt hier, auch wenn es nicht erlaubt ist, ich sage es nochmal, SEO-Agentur mit aufnehmen in den Namen. Und es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass das dann schon relativ oft dazu führt, dass man relativ weit oben dann auch angezeigt wird. Ich muss nur noch mal erwähnen, es ist laut Google-Richtlinien nicht erwünscht, genau wie Sonderzeichen, Telefonnummern, Öffnungszeiten oder sonstige Informationen, die da eigentlich nicht reingehören. Dementsprechend würde ich empfehlen, versuchen Sie es erstmal mit dem Namen, der auch im Impressum hinterlegt ist.
Und wenn das dann auf lange Sicht nicht funktioniert, dann kann man sich ja auch mal solche Experimente erlauben. Auch bei der Adresse ist es eben sehr wichtig, dass es überall einheitlich ist, dass man die Adresse hinterlegt. Ansonsten haben wir dann noch die Telefonnummer, die überall identisch sein sollte, wo man eben sich für einen entscheiden sollte. Am besten mit lokaler Ortsvorwahl und, was ganz wichtig ist, keine Callcenter- oder 0800er-Nummern. Auch die Webseite des Unternehmens kann man hinterlegen, was natürlich sehr schön ist, weil der Nutzer dann auch über den Google My Business-Eintrag auf ihre Website gelangen könnte. Hier kann man oder hier sollte man am besten die Startseite ihrer Webseite hinterlegen. Wenn Sie verschiedene Standorte haben mit verschiedenen Google My Business-Einträgen, mit verschiedenen URLs auf Ihrer Seite, könnte man dann natürlich auch je nach Standort die passende Zielseite verlinken. Dann haben wir eben noch den Bereich Kategorien. Hier haben wir in unserem Beispiel als Hauptkategorie, das sehen Sie, weil es dick gedruckt ist, Online-Marketing-Unternehmen. Und dann haben wir hier noch verschiedene Nebenleistungen. In dem Fall sind das dann so Punkte wie Suchmaschinenoptimierung, Social Media Marketing, also all das, was ich am Anfang erwähnt habe. Also die Hauptleistung ist wirklich Online-Marketing und dann eben noch diese ganzen Nebenleistungen, die kann man alle angeben. Die werden als Option vorgeschlagen. Die Empfehlung von Google ist, dass man die Beschreibung wirklich auf sein Kerngeschäft konzentriert, also dass man nicht auf zu viele Leistungen geht, sondern sich auf sein Kerngeschäft fokussiert, sodass man das auch stärken kann, weil das ist ja im Endeffekt das Wichtigste. Das heißt, so wenige Kategorien wie möglich und so viele wie nötig. Genau, dann haben wir eben noch den Punkt Öffnungszeiten. Wie schon erwähnt, einer der wichtigsten, also wahrscheinlich werden die Öffnungszeiten mit am häufigsten genutzt bei Google My Business. Hier haben wir auch die Möglichkeit, spezielle Öffnungszeiten zu hinterlegen. Also wenn beispielsweise ein Feiertag ansteht oder wie es jetzt gerade ist durch die ganze Situation mit dem Coronavirus, hat man hier die Möglichkeit, anzugeben, dass man beispielsweise momentan geschlossen hat. Es ist wirklich sehr zu empfehlen, dass man hier regelmäßig auch Sonderfeiertage mit reinschreibt, sodass dass es eben nicht dazu kommt, dass der Nutzer denkt, dass ihr Laden geöffnet ist und dann vorbeischaut und es eben nicht geöffnet. Genau. Ansonsten haben wir hier noch die Möglichkeit, ein Profilfoto zu hinterlegen. Hier würde ich empfehlen, dass man eben das Firmenlogo hinterlegt. Das wird dann immer mit angezeigt, mit dem Namen, mit der Adresse, mit der Telefonnummer. Mit dem Logo kann man dann eben so dafür sorgen, dass man sich auch so eine gewisse Marke auf Google aufbaut, dass die Leute einen schnell wiedererkennen. Genau, auf der Folie hier sehen Sie auch die Maße, also 2120 auf 1192 Pixel sollte das Logo dann groß sein. Genau, dann hat man auch die Möglichkeit, ein Hintergrundbild hinzuzufügen. Da kann man nochmal auf besondere Merkmale hinweisen beispielsweise. Ansonsten haben wir hier wirklich die Möglichkeit, alles Mögliche an Bildern zu hinterlegen. Je nachdem, in welcher Branche Sie tätig sind. Was immer zu empfehlen ist, ist, dass man vielleicht die Lokalität so ein bisschen zeigt, sei es jetzt ein Büro oder sei es ein Restaurant. Also, dass man zeigt, okay, wie sieht es da aus? Dass man vielleicht die Mitarbeiter zeigt. Man hat hier auch die Möglichkeit, eben so eine 360-Grad-Ansicht der Räumlichkeiten anzuzeigen. Genau, also hier kann man auch etwas Geld in die Hand nehmen, zu einem Fotografen gehen, zu einer Agentur gehen, die sowas erstellt. Und dann eben bei Google Maps einbetten. Das ist auf jeden Fall was sehr Schönes für den Nutzer. Man hat direkt einen Einblick. Und ja, genau. Ansonsten hat man hier beispielsweise noch die Möglichkeit, Speisekarten als Bild, also wirklich alles Mögliche. Hier sehen Sie dann auch das Menü innerhalb der Google My Business Verwaltung. Wir haben hier noch die Möglichkeit, Beiträge zu erstellen, so wie Sie es von Facebook, von Instagram kennen. Ist eine Funktion, die jetzt nicht allzu häufig von den Betreibern genutzt wird, kann man aber sehr gerne machen. Hier kann man wirklich Sachen reinschreiben wie Events, die geplant sind, darauf hinweisen oder Infos zu Sonderöffnungszeiten hier auch nochmal gesondert aufschreiben oder irgendwelche Neuerungen in der Speisekarte, neue Leistungen. Darauf kann man eben hier hinweisen in so einem Beitrag. Außerdem hat man die Möglichkeit, innerhalb dieses Beitragsbereichs Events hinzuzufügen, also wenn beispielsweise irgendein Firmen-Event geplant ist oder irgendein Konzert oder sonstiges, dann kann man das auch hier hinterlegen, sodass der Nutzer es eben direkt sieht. Im Bereich Info haben wir eben all die Informationen hinterlegt, die ich gerade angesprochen hatte.
Name, Adresse und so weiter und so fort. Da kann man das alles verwalten. Dann haben wir noch den Bereich Statistiken, der auch sehr interessant ist. Hier sehen wir oder haben wir einen Überblick über alle Insights, also alle Statistiken zum Google My Business Eintrag. Also hier sehen Sie beispielsweise, ob die Nutzer direkt nach Ihnen gesucht haben in der Google-Suche oder beispielsweise nur nach der Leistung und sie darüber gefunden hat. Also das sehen Sie da an den Zahlen. Dann haben Sie da noch eine Übersicht, wie die Nutzer nach ihrem Unternehmen suchen, also mit welchem Suchbegriff wirklich. Das kann man dann einfach auch für die Zukunft hernehmen, einfach weil man weiß, okay, so suchen die Leute wirklich nach meinem Unternehmen. Man sieht, ob die Leute auf den Google My Business Eintrag über Google Maps oder die Google Suche zugegriffen haben. Und man sieht auch, wie die Nutzer agiert haben, also ob die sie per Telefon kontaktiert haben über den Google My Business Eintrag, ob die angerufen haben, ob die eine Mail geschrieben haben, also all das sieht man in diesen Statistiken. Ansonsten hat man hier noch die Möglichkeit, einen Geschäftscode zu hinterlegen, eine ID, das ist aber nur relevant, wenn man, oder ist nur zu empfehlen, wenn man mehr als 10 Standorte hat, dann kann man das eben über eine Tabelle hochladen und muss nicht alles händisch eintragen, ist aber in den wenigsten Fällen relevant. Ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, ein Einzugsgebiet zu wählen. Also wenn beispielsweise, wenn es ein gewisses Gebiet gibt, in dem Sie tätig sind, dann kann man diese Städte, die Postleitzahlen hinterlegen, sodass der Google My Business Eintrag auch für die relevanten Gebiete angezeigt wird. Man kann ein URL für Termine hinterlegen, ist zum Beispiel bei Arztpraxen sehr gut, also dass man wirklich die URL direkt zur Terminseite hat. Man kann Attribute hinzufügen, wie beispielsweise von Frauen geführt, Sitzplätze im Freien. Man kann mit Kreditkarte bezahlen, barrierefrei. Also all das bietet sich an und kann man auch sehr gerne machen. Man kann den Nutzer wirklich mit sehr vielen Informationen füttern. Und wir haben natürlich noch die Rezension. Das wohl mit wichtigste, der wohl mit wichtigste Punkt. Man muss wissen, die Positionierung des Google My Business Eintrags in der Suche hängt von hauptsächlich zwei Dinge ab. Zum einen natürlich der Name, also ob die Daten passen zum Nutzer. Dazu zählt dann auch der Standort, also wo befindet sich der Nutzer? Sind Sie in der Nähe des Nutzers oder gibt es genug andere Wettbewerber in seiner Nähe? Und was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, sind die Rezensionen, also wie viele Bewertungen haben Sie und wie gut sind diese Bewertungen? Ich kann Ihnen nur ans Herz legen, sprechen Sie mit Ihren Kunden, bitten Sie die Kunden, wenn sie zufrieden waren, eine Bewertung bei Google zu hinterlassen. Das lohnt sich wirklich. Wenn mal eine schlechte Rezension kommt, haben Sie die Möglichkeit, ich gehe auch nochmal zurück, hier im Bereich Rezension, haben Sie die Möglichkeit, auf diese Rezension einzugehen. Also ich würde immer empfehlen, bei einer schlechten Bewertung zu antworten, zu fragen, was man hätte besser machen können, sich zu entschuldigen. Und das nicht einfach stehen zu lassen, weil in dem Fall ist keine Antwort. Und genau, also ich würde wirklich empfehlen, darauf zu antworten. Was ich jetzt hier noch vergessen habe, wir haben hier noch den Bereich Produkte und Webseite. Im Bereich Webseite hat man noch die Möglichkeit, sich so eine kleine Mini-Webseite zu basteln, die dann online zu stellen. Ist nichts Großes, kann man machen, wenn man keine Webseite hat. Machen die wenigsten und wir haben noch den Bereich Produkte, wo man wirklich auch einzelne Produkte hinterlegen kann, die der Nutzer dann direkt sieht und die dann verlinken. Genau. Wie verifiziert man, wie erstellt man den Google My Business Eintrag? Da gibt es jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Wenn der Google My Business Eintrag schon besteht, also Sie suchen mal nach Ihrem Unternehmen, meistens oder in vielen Fällen zieht sich Google dann die Daten schon von anderen Branchenbüchern, von Ihrer Webseite. Wenn schon ein Eintrag besteht, können Sie den öffnen und dort wird Ihnen schon die Möglichkeit angezeigt, die Inhaberschaft zu bestätigen. Also da steht wirklich Inhaberschaft bestätigen dran. Darauf können Sie klicken und dann eben geht es weiter. Der einfachste Weg ist, Sie gehen einfach auf google.com/business. Dort haben Sie dann die Möglichkeit, sich mit Ihrem Google-Account anzumelden. Dort können Sie dann nach dem Unternehmen suchen, so wie davor auch. Und dann sehen Sie ja schon, ob der Eintrag verfügbar ist oder nicht. Dort wird Ihnen dann, wenn der Eintrag verfügbar ist, die Möglichkeit geboten, die Inhaberschaft zu bestätigen. Falls es das Unternehmen noch nicht gibt bei Google, können Sie das Unternehmen eben neu hinzufügen. Dort können Sie eben das Unternehmensmodell wählen, das Einzugsgebiet, den Namen. Sie können eben Ihre Hauptkategorie angeben. Sie haben eben bei Ladengeschäften die Möglichkeit,
eine Adresse anzugeben. Sie können aber auch keine Adresse angeben. Also Sie können auch einen Google My Business Eintrag erstellen, ohne dass dem Nutzer die Adresse angezeigt wird, was in den meisten Fällen natürlich jetzt nicht besonders relevant ist. Aber die Möglichkeit gibt es. Dann wählt man eben die Hauptkategorie, den Unternehmensnamen, die Adresse, die Standorte und die Öffnungszeiten, also erstmal so das Wichtigste, und Sie können eben ein Foto hochladen. Das Ganze funktioniert dann so, Sie müssen den Eintrag bestätigen, sonst könnte den ja jeder übernehmen. Das wäre etwas unsicher. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. In den meisten Fällen läuft das über eine Postkarte, sprich die von Ihnen hinterlegte Adresse. Da bekommen Sie eine Postkarte mit einem 5-stelligen Code. Diesen Code müssen Sie dann, wenn Sie die Postkarte haben, in das Feld bei Google My Business eben eingeben, sodass Sie die Inhaberschaft bestätigen können. Wenn es den Google My Business Eintrag schon etwas länger gibt, dann gibt es manchmal, in den seltensten Fällen, auch die Möglichkeit, den per E-Mail oder per Telefon zu bestätigen. Per Telefon passiert noch häufiger als per Mail, das kommt kaum vor. Per Telefon läuft es eben so, dass Sie einen automatisierten Anruf von Google bekommen, auf Ihre Telefonnummer, die Sie hinterlegt haben. Diese automatisierte Stimme gibt Ihnen auch wieder diesen Code durch. Sie können das Ganze bestätigen, und per E-Mail läuft es eben ganz genauso. Wenn der Eintrag dann mal bestätigt ist, dann kann der ganz normal verwaltet werden. Gehen wir nochmal kurz zurück. Wir haben dann hier weiter unten im Bereich, da wo auch das Menü angezeigt wird, haben Sie auch noch den Bereich Nutzer. Da können Sie dann festlegen, ob auch nochmal jemand Externes auf Ihren My Business Eintrag zugreifen kann. Können Sie die Google-E-Mail-Adresse derjenigen festlegen, und die können dann auch auf Ihren Google My Business Eintrag zugreifen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Administrationsrechte, den Administrator, den normalen Nutzer, und je nach Recht, das wird aber dann alles beschrieben, kann diejenige dann eben auf Ihren Google My Business Eintrag zugreifen. Das macht besonders Sinn, wenn man beispielsweise mit einer Agentur zusammenarbeitet. Genau, wenn Sie mehrere Standorte haben, können Sie die alle unter /local/manage verwalten. Dort werden Ihnen alle Ihre Standorte angezeigt. Dort können Sie neue Standorte hinzufügen. Ganz wichtig zu beachten zum Google My Business Eintrag ist eben, dass keine Briefkastenfirmen erlaubt sind. Also es muss immer Personal da sein, wenn man eine Adresse angibt. Sonst ist das nicht erlaubt bei Google. Die Anschrift, die Telefonnummer sollten immer mit dem Impressum der Webseite übereinstimmen. Weil das Impressum, davon geht Google quasi aus. Die gleichen Daten sind in möglichst vielen Branchenbüchern zu hinterlegen, um das Ranking in der lokalen Suche eben zu steigern. Und die Einträge sollten regelmäßig gepflegt werden, wie ich es eben schon erwähnt hatte. Die Daten sollten aktualisiert werden. Es sollte auf Bewertungen reagiert werden. Genau, also der Google My Business Eintrag sollte am Ende des Tages eben gepflegt aussehen, und umso mehr man interagiert, umso mehr Beiträge man hinterlegt, Events etc., umso schöner und gepflegter sieht das Ganze aus. All diese Spielereien mit Events etc. kann man machen, sehr gerne, muss, also das ist aber nicht das Wichtigste, die Prio 1 ist wirklich, dass die wichtigsten Daten hinterlegt sind. Genau, und dann eben die Bestätigung der Inhaberschaft über Telefon, Mail oder Postkarte. Viel mehr gibt es zum Google My Business Eintrag gar nicht zu sagen. Also es ist wirklich relativ simpel und relativ selbsterklärend. Wenn Sie dann mal auf der Seite sind, werden Sie das, denke ich, doch sehr recht schnell verstehen. Genau. Ansonsten hatten wir ja noch den Bereich Off-Page-SEO, also Citations und Backlinks, also SEO-Maßnahmen, die nicht auf der Seite selbst oder bei Google sind. Eine Citation ist im Endeffekt einfach nur eine Erwähnung in einem Branchenbucheintrag auf einer anderen Website, die nicht die eigene ist. Es muss keine Verlinkung auf die eigene Webseite erfolgen. Es reicht quasi schon, wenn die Daten hinterlegt sind, weil sich Google die Daten dann eben zum Abgleichen zieht. Noch schöner ist es aber natürlich, wenn auf dem Portal dann auch die Webseite hinterlegt ist mit einem Link auf die eigene Webseite. Das stärkt die eigene Webseite nochmal. Auch hier möchte ich nochmal erwähnen, bitte schauen Sie, dass die Daten, die Sie in sämtlichen Branchenbucheinträgen hinterlegen, dass die immer die gleichen sind, dass die immer identisch sind. Das alles, also das SEO auf der eigenen Seite, der Google My Business Eintrag plus die externen Verlinkungen, die externen Einträge, das alles in einem stärkt Ihre Seite, wird die Seite stärken, sorgt eben für Vertrauen bei Google.
Genau, Google nutzt eben die Citations zur Validierung ihrer Daten und zu prüfen, ob das ein echtes Unternehmen ist. Da gibt es jetzt ganz verschiedene Beispiele, also Seiten wie 11880, die Sie beispielsweise mit Sicherheit kennen. Yelp kennen mit Sicherheit einige. Sie sehen ja, also da gibt es wirklich sehr viele. Der Nachteil ist, es dauert etwas, das alles einzeln zu pflegen. Es gibt natürlich Tools, die das alles auf einmal machen, aber ordentlich bekommt man das wirklich nur hin, wenn man jedes einzelne Branchenbuch abklappert und da seine Daten hinterlegt. Das alles ist ein bisschen Arbeitsaufwand verbunden, weil man auch die Einträge immer wieder bestätigen muss, warten muss, bis man Mails, bis man Postkarten bekommt. Aber es bietet sich oder es ist wirklich zu empfehlen, das nach und nach eben zu pflegen und da auch immer wieder zu schauen, dass wenn man bei Google die Daten ändert, dass die auch da geändert werden, sodass auch immer die neuesten Daten hinterlegt sind. Also wie gesagt, das kann wirklich zu, oder die Vergangenheit, die Erfahrung zeigt, das sorgt für bessere Rankings, vor allem bei lokalen Unternehmen. Also diese Maßnahmen würde ich auf jeden Fall empfehlen. Genau, ansonsten hat man natürlich außer Branchenbucheinträge auch nochmal andere Möglichkeiten, wie man Local Citations, Verlinkungen von dritten Webseiten auf ihre eigene bekommen kann. Dazu zählt beispielsweise die offizielle Seite der Stadt, der Kommune, Verbände, Handelskammern, wie die IHK beispielsweise. Ansonsten hat man natürlich auch noch Vereine und Clubs. Also wenn Sie beispielsweise Sponsor bei irgendeinem Sportverein sind, dann haben Sie die Möglichkeit, da mal nachzufragen, ob die vielleicht einen Link auf ihre Seite setzen. Genau, ansonsten lokale Medien, Zeitungen, Verlage, Radiosender etc. Lokale Influencer und Blogger, auch eine Möglichkeit. Lieferanten, zu viele Zulieferer, Kunden und Partner, mit denen man sprechen kann, ob die einen vielleicht, ob man sich da ein bisschen gegenseitig helfen kann. Das Gleiche kann man für denjenigen ja dann auch tun. Viele Zeitungen, Verlage etc. bieten sowas auch gegen einen Aufpreis an, dass man eben einen Link erhält auf die eigene Webseite. Es bringt aber dann eben auch was. Also da würde ich einfach mal so ein bisschen überlegen, wo könnte man denn da so einen Link platzieren, der einen dann am Ende des Tages was bringt. Genau. Ansonsten, wie kann man lokal für Relevanz und Vertrauen sorgen bei den lokalen Kunden? Also ganz wichtig, ich möchte es nochmal erwähnen, sind eben die Kundenbewertungen. Umso mehr und umso besser die Kundenbewertungen sind, umso besser das Ranking bei Google. Die Bewertungen bei anderen Branchenbucheinträgen, wie beispielsweise jetzt Yelp oder Facebook, werden im Google My Business Eintrag auch dargestellt. Also man sieht die Bewertungen von Google, oftmals zieht sich Google aber dann auch nochmal die Bewertungen von Facebook und anderen Branchenbucheinträgen und zeigt die innerhalb des Eintrags an. Das heißt, die sind sichtbar, ist wirklich sehr wichtig, da eben für gute Bewertungen zu sorgen. Ich würde auf gar keinen Fall empfehlen, da gibt es verschiedene Anbieter, wo man sich solche Rezensionen auch kaufen kann. Ich möchte empfehlen, das nicht zu machen. Das wird laut Google abgestraft, es wird auch wirklich abgestraft. Wenn da, oder also man kann diese Einträge auch nicht löschen, außer man setzt sich mit Google in Verbindung. Es gibt auch viele Anbieter, die behaupten, sie könnten das löschen. Ich würde da immer ein bisschen aufpassen. Ich würde auf schlechte Bewertungen, ist auch schon vorgekommen, dass vielleicht der Wettbewerber mal mit Absichten schlechte Rezensionen da lässt. Ich würde auf sowas immer freundlich antworten und nicht gehässig werden, das bringt nichts. Und genau, einfach auf die Rezension eingehen, das ist wirklich das A und O beim Google My Business Eintrag. Ansonsten hat man natürlich noch die Option, mit lokalen Influencern, Meinungsbildern eben zu sprechen, mit Personen, die vor Ort eben relativ bekannt sind, dass die eben einen erwähnen. Genau, so kann man auch für Vertrauen sorgen bei den Kunden, dass derjenige vielleicht einmal auf den sozialen Medien erwähnt. Genau, oder selbst eben zum Influencer werden. Also genau, also dass man zu Zeitungen geht, dass man sich da vorstellt, das eigene Unternehmen, also weg von der eigentlichen Werbung, dass man sich einfach vorstellt, dass man erzählt, wer man ist, was man macht, dass man wirklich, dass der Kunde merkt, da sitzt mir ein Mensch gegenüber im Endeffekt und das sorgt einfach für Vertrauen und für Sympathie. Genau, ansonsten kann man redaktionelle Beiträge machen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie man da Vertrauen schaffen kann. Genau, ansonsten gibt es noch lokale Marketing- und Linkquellen, Straßenfeste, Jugendsportmannschaften, also was ich vorher schon erwähnt habe, wo man eben einen solchen Link setzen kann und der dann auch wieder für Vertrauen sorgt im Endeffekt. Genau. Wieso wir? Können Sie sich gerne noch anschauen, das möchte ich jetzt nicht nochmal alles vorlesen. Genau, falls es irgendwelche Fragen gibt, können Sie sich gerne bei uns melden
Und ja, das wäre es dann. Genau. Und ich bin offen für die Fragen, die jetzt noch kommen, wenn es denn welche gibt. Genau. Ja. Es gibt ziemlich viele Fragen, okay, die ich jetzt an Ihnen stellen werde. Herr Prado, vielen Dank für den Vortrag. Sehr gerne. Ich gebe mein Bestes, Sie zu beantworten. Ich fange einfach mal mit den ersten an. Das folgt dann so ein bisschen dem Verlauf Ihres Vortrags. Warum erstellt Google einen Eintrag für jedes Geschäft, auch ohne dass der Inhaber das praktisch selber von sich aus angeregt hat? Ja, in Google geht es im Endeffekt dann nur um den Nutzer. Also Google möchte wirklich dem Nutzer das bestmögliche Ergebnis bieten. Und wenn ein Nutzer nach einem Restaurant suchen würde und das ist bei Google nicht zu finden, dann ist der Nutzer natürlich enttäuscht und das ist auch nicht gut für Google. Dementsprechend guckt Google eben, dass sie die Daten von anderen Quellen herbekommen, um dem Nutzer im Endeffekt ein gutes Ergebnis bieten zu können. Also geht es wirklich nur um das Nutzerverhältnis zu Google. Dann war die Frage, die haben Sie aber, glaube ich, schon beantwortet, wie kann man diesen Eintrag dann für sich selber, wenn man das Geschäft ist, in Anspruch nehmen? Genau, also wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Googeln Sie einfach mal nach Ihrem Unternehmen, öffnen Sie den Google My Business Eintrag in Rot hinterlegt, sehen Sie dann schon eben die Wortmeldung Inhaberschaft bestätigen, da einfach draufklicken und der Rest wird dann schon beschrieben. Oder eben über den Link, den ich in der Präsentation platziert habe, einfach mal aufrufen und dann kann man das für sich bestätigen. Dennoch gibt es immer wieder, dass der Google-Eintrag schon verifiziert wurde, aber trotzdem erscheint, wenn man danach sucht, noch die Frage nach diesem Inhaber. Sind Sie der Inhaber dieses Unternehmens? Was ist da passiert? Kommt vor, dieser, man muss dazu sagen, der Google My Business Eintrag hat oftmals viele Fehler, vor allem was die Bilder angeht. Bilder werden, obwohl sie schon länger hinterlegt sind, nicht dargestellt. Auch das, was Sie eben gerade erwähnt haben, dass das immer noch möglich ist. Im Endeffekt ist es kein großes Problem, weil derjenige müsste es ja dann trotzdem nochmal über Ihre Adresse verifizieren. Google sorgt ja schon dafür, dass das nicht so einfach geht. Dementsprechend, das ist einfach ein Fehler von Google. Müssen sich dabei keine Sorgen machen, weil im Endeffekt muss es ja immer noch bestätigt werden. Genau. Dann wird gefragt, soll nur eine Telefonnummer hinterlegt werden? Oder? Ich würde empfehlen, nur eine zu hinterlegen. Die Haupttelefonnummer, die dann eventuell auch weitergeleitet wird, damit es da einfach keine Verwirrung gibt für den Nutzer. Also eine Telefonnummer, so simpel wie möglich. Genau. Und gibt es die Möglichkeit, in Google My Business Eintrag auch auf Facebook, Instagram oder WhatsApp zu verweisen? Der Facebook-Eintrag wird, wie gesagt, teilweise übernommen, auf WhatsApp etc. nicht. Mhm. Ja. Okay, dann ein paar, gleich drei Fragen zum Thema Fotos. Mhm. Es wurde einmal gefragt, wie kann man alte Fotos oder Fotos vom alten Standort löschen? Also wie kann ich insgesamt Fotos löschen? Mhm. Und wie kann ich verhindern, dass Fotos, die von Kunden gemacht wurden und die Kunden hochgeladen haben, dass die an prominenter Stelle erscheinen, aber die selbst hochgeladenen Fotos nicht? Das kann man nicht wirklich beeinflussen. Das ist genau das, was ich gerade eben meinte. Also mit den Bildern ist das ein bisschen, ist ein bisschen fehlerhaft alles. Also Bilder von Kunden kann man sowieso nicht beeinflussen. Die sind ja bei den Rezensionen dabei und auf die Rezensionen kann man eben keinen Einfluss nehmen. Das ist leider einfach so. Die eigenen Bilder, die man hochlädt, die kann man eben in dem Bereich Fotos verwalten und auch löschen. Ich sage es nur nochmal, nur wenn man da Fotos hinzufügt oder löscht, das kann alles dauern. Also es gibt so viele Google My Business Einträge, bis das mal umgesetzt wird, das kann alles dauern. Was ich empfehlen kann, auch nochmal ein kleiner Geheimtipp an der Stelle, das gilt jetzt nicht nur für die Bilder, sondern auch für die Daten, also Telefonnummer etc. Manchmal kann es vorkommen, dass es sehr, sehr lange dauert, bis sich etwas ändert. Da empfiehlt es sich, dass man eben als Nutzer, also dass man sich aus seinem eigenen Google-Account eben abmeldet und mit einem anderen Google-Account sich anmeldet und dann bei dem Google My Business Eintrag, den man als Nutzer sieht, eben dann neben der Option Inhaberschaft bestätigen, gibt es auch noch die Option Änderungen vorschlagen. Da kann man als normaler Nutzer eben auch eine Änderung vorschlagen für Google. Und oftmals hat sich gezeigt, dass wenn irgendein fremder Nutzer das vorschlägt, also dass beispielsweise der Name nicht mehr stimmt oder die Telefonnummer, dass es dann schneller von Google übernommen wird, als wenn man die Sachen selber ändert. Also ist nochmal ein Tipp, der oft sehr hilfreich ist. Genau. Dann wurde gefragt, ob man Rezensionen kaufen kann. Das haben Sie, glaube ich, bestätigt. Kann man, würde ich nicht empfehlen. Genau. Und aber wie kommt man dann zu Rezensionen, wenn man es kaufen keine gute Idee ist?
Also ich würde wirklich empfehlen, den Kunden direkt anzusprechen, also Mails zu verschicken oder wenn man persönlichen Kontakt hat mit dem Kunden, ihn wirklich einfach darauf hinzuweisen. Dass, man kann sich auch gerne Anleitungen aus dem Internet ziehen und die an den Kunden weitergeben, sich so eine kleine DIN A4-Seite ausdrucken und die bei sich im Laden aufhängen und einfach fragen, wenn der Kunde zufrieden ist, das ist nicht viel Arbeit, der wird Ihnen die Bewertung schon hinterlassen. Aber man kann ja als Kunde nur eine Bewertung machen, wenn man selber ein Google-Konto hat. Das ist richtig, ja. Und das wird wohl oft als ein Hindernis empfunden. Das ist absolut richtig, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Da ist wirklich also der Weg, den man gehen kann, dass man so eine kleine Anleitung ausdruckt und dass man dem Nutzer es wirklich so einfach wie möglich macht. Aber sie werden nie verhindern können, dass es Nutzer gibt, die keinen Google-Account haben und dann nicht bewerten können. Also einfach versuchen, dem Nutzer das so einfach wie möglich zu machen mit einer Anleitung und darauf hoffen, dass die Bewertung nicht mehr hinterlassen wird. Genau, aber Bewertungen, die einmal abgegeben wurden, die kann man nicht wieder löschen, auch wenn sie schlecht sind. Die einzige Möglichkeit ist, darauf zu reagieren, oder? Der Nutzer kann sie theoretisch löschen. Also man kann mit dem Nutzer, also wenn man weiß, wer der Kunde ist, kann man natürlich versuchen, mit dem zu sprechen. Ansonsten kann man eben wirklich versuchen, darauf zu antworten. Der Nutzer selbst kann die Rezension natürlich löschen, dass man eben darauf antwortet. Und vielleicht hat man Glück, vielleicht ist der Nutzer am Ende des Tages zufrieden und zieht dann seine Rezension auch selbst zurück. Also viele Nutzer, die Google-Bewertungen schreiben, sind sich oftmals nicht dessen bewusst, was eine Ein-Sterne-, Zwei-Sterne-Bewertung alles auslösen kann. Genau. Also einfach antworten und so höflich wie möglich. Genau. Dann haben wir noch die Frage, wofür der Kurzname ist. Hat keinen besonderen Zweck. Also ich würde einfach einen hinterlegen, aber also die Erfahrung hat mir jetzt hier noch keine Lösung dafür gezeigt, was da groß. Das ist im Endeffekt einfach nur der Nutzername, der in der URL angehängt wird, macht aber jetzt keinen großen Unterschied. Genau. Dann wurde eine Frage gestellt nach dem Unterschied zwischen Beiträgen und Produkten. Und direkt anschließend, wo man denn Produkte einstellen sollte, dann tatsächlich bei Produkte und wie oft man Beiträge und Produkte aktualisieren sollte. Also der Unterschied zwischen Beiträgen und Produkten ist, dass Beiträge, wie erwähnt, eben wirklich Wortbeiträge sind. Also beispielsweise, wir haben einen neuen Geschäftsführer, wir haben neue Mitarbeiter, also solche Dinge. Und Produkte sind eben wirklich Produkte, also Produkte, die man verkauft. Das heißt, ich würde die Produkte auch wirklich nur bei den Produkten reinstellen und die Beiträge nur bei den Beiträgen und nicht vermischen. Genau, und ansonsten würde ich einfach mal so ein bisschen antesten, wenn man da Produkte reinstellt, ein, zwei Produkte im Bereich Produkte reinstellen und gucken, wie sich es entwickelt. Aus der Erfahrung heraus ist, dass dieses Angebot nicht so wirklich genutzt wird. Ich würde es einfach mal ausprobieren, wenn es genutzt wird, ist gut. Und dann kann man das gerne auch noch ausbauen, wenn nicht, dann eben nicht. Dann fragt eine Teilnehmerin, sie bietet nur Abholung an, wo sie so eine besondere Öffnungszeit hinterlegen kann. Also es gibt leider nicht wirklich die Möglichkeit, die Öffnungszeiten so individuell zu gestalten. Es gibt mittlerweile, denke ich, noch immer nicht die Möglichkeit, dass man beispielsweise zwei verschiedene Öffnungszeiten an einem Tag hat, also dass man beispielsweise nur von 8 bis 12 und von 14 bis 20 Uhr geöffnet hat. Dementsprechend hat man da leider nicht so wirklich die Möglichkeit, das anzugeben. Sie können es höchstens eben in die Beschreibung schreiben. Viel mehr Möglichkeit hat man da leider nicht. Genau. Und welchen Sinn macht die Angabe eines Einzugsgebietes, wenn man ein ortsansässiges Unternehmen hat? Also zum Beispiel schreibt er hier, bei Handwerkern, die zum Kunden fahren, ist das völlig verständlich, aber bei einem Ladengeschäft, was macht das für einen Sinn? Da würde ich es auch nicht hinterlegen. So einfach ist es. Also wenn Sie selbst merken, es macht Sinn, dann ein Einzugsgebiet anzugeben, dann können Sie das gerne machen. Also ich glaube, bei uns hat man vorhin auch gesehen, dass wir ein Einzugsgebiet angegeben haben, wenn man jetzt beispielsweise eine Agentur ist. Dann kann man natürlich sagen, okay, wir bedienen Kunden aus den und den Städten, dann macht es eben Sinn, das mit reinzunehmen. Wenn Sie sagen, ich habe ein Ladengeschäft, das macht bei mir keinen Sinn, dann müssen Sie da auch nichts angeben, ist auch kein Pflichtfeld. Okay, und dann hier noch die Frage, was ist, wenn der Google My Business Eintrag gesperrt wurde? Und wie kann man da reagieren? Also es gibt, wenn Sie danach googeln, Google My Business Service, es gibt eine Mailadresse, beziehungsweise es gibt ein Formular, das man ausfüllen kann. Der Erfahrung nach dauert das sehr, sehr lange, bis man da mal eine Antwort bekommt. Und wenn man eine bekommt, dann führt das meistens auch nicht so viel zu irgendwas.
Ich würde in so einem Fall einfach tatsächlich empfehlen, den Eintrag neu zu machen, weil die Arbeit, die man reinstecken wird, den zurückzubekommen, ist in den meisten Fällen ist es nicht wert. Beziehungsweise ich würde es einfach mal parallel versuchen, also einen neuen anlegen und wegen des alten einfach Google kontaktieren und dann kann man ja immer noch den einlöschen, wenn es dann soweit ist. Aber in den meisten Fällen einfach einen neuen erstellen, leider. Und da haben wir jetzt nochmal eine Frage dazu. Ein Unternehmer hat ein Unternehmen übernommen und hat dann auch die Inhaberschaft für den Google My Business Eintrag übernommen, aber die Bewertungen, die da drin waren, waren sehr schlecht. Daraufhin, er hat dann unter dem neuen Namen einen neuen Google My Business Eintrag erstellt und möchte jetzt gerne den alten löschen. Also Sie haben die Möglichkeit, über die Verwaltung den Eintrag zu löschen. Ob das klappt, was ich empfehlen kann, auf den Tipp von vorhin zurückgreifen, mit einem anderen Google-Account anmelden, am besten mit mehreren und dann eben als Nutzer bei Änderungen melden, dann eben angeben, dass es das Unternehmen nicht mehr gibt. Dort hat man die Möglichkeit eben anzugeben, Unternehmen nicht mehr verfügbar und das einreichen. Aber Sie haben auch über die Verwaltung die Möglichkeit, wenn Sie Inhaber sind, den Eintrag zu löschen. Jetzt habe ich hier eine Frage, mit der kann ich selber nichts anfangen. Was ist denn ein Einkaufslabel bei Google Maps und wie bekommt ein Unternehmen das? Ein Einkaufslabel ist eine gute Frage. Kann ich gar nicht beantworten. Also dann müssen wir an den Teilnehmer oder an die Teilnehmer gerichtet, da müssen wir uns drum kümmern und dann melden wir uns. Genau, also gerne eine Mail an mich schreiben, individuell. Also es ist ein bisschen schwer so zu beantworten, ohne Kontext, aber gerne eine Mail schreiben und dann kriegen wir da schon eine Antwort hin. Genau, und dann nochmal eine Frage zu den Rezensionen. Ein Teilnehmer schreibt, dass 5-Sterne-Rezensionen verschwinden. Also der Kunde, den er offensichtlich kennt, gibt eine sehr positive Rezension ab und die verschwindet dann nach 1-2 Tagen plötzlich vom Google My Business Eintrag, während der Kunde die Bewertung aber nach wie vor in seinem eigenen Google Account sieht als abgegeben. Dann würde ich die Möglichkeiten sind ein bisschen eingeschränkt. Ich würde mal versuchen, mir das Ganze mal in einem anderen Browser anzuschauen. Ich würde mal versuchen, mich aus meinem Google-Account abzumelden und zu schauen, ob ich als anderer Nutzer, als dritter Nutzer die Bewertung sehen kann. Was natürlich sein kann, ist, dass der Kunde vielleicht mit seinem Google-Account Schwierigkeiten mit Google hat, also dass da vielleicht irgendwie eine Sperrung vorliegt oder sowas, beziehungsweise dass derjenige vielleicht mal eine nicht so schöne Rezension hinterlassen hat, die gemeldet wurde und dass Google die Rezension dann immer wegnimmt. Den Verdacht auf Fälschung oder sowas. Genau. Also einfach da mal prüfen und ansonsten vielleicht den Kunden fragen, ob er sich freundlicherweise mit einem anderen Google-Account anmeldet und eine Rezension hinterlässt. Genau. Und dann noch eine letzte Frage. Ein Teilnehmer hat inzwischen schon 3 Google-Business-Einträge und kann aber nur, findet die Zugänge nicht mehr zu 2 von den 3. Wie kommt er wieder an den Zugang? Ah, ist schwierig. Also man kann nochmal versuchen, eben wie erwähnt, dass man die Inhaberschaft neu bestätigt. Wenn die richtige Adresse hinterlegt ist, dann wird da eine neue Postkarte kommen. Mit der neuen Postkarte wird man dann die Möglichkeit bekommen, also ich würde das dann vielleicht nochmal mit einem neuen Google-Account machen. Müssen Sie ja eh, wenn Sie das Passwort nicht mehr kennen und dann eben die Inhaberschaft neu bestätigen, dann kommt der Google-Code nochmal und dann können Sie den verwalten. Und ansonsten als Nutzer versuchen, Änderungen melden und den versuchen zu löschen. Okay. Vielen Dank, Herr Brado. Sehr gerne. Vielen Dank für den Vortrag und die Beantwortung der vielen Fragen. Sehr gerne. Und dann mache ich jetzt noch schnell einen Schlusshinweis. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die nächste Veranstaltung in unserer Reihe Digitaler Donnerstag findet genau heute in einem Monat statt, am 11.3. Da geht es um das Thema Tipps und Tricks. Das muss eine moderne Webseite leisten. Wenn Sie darüber hinaus über unser Angebot für Händler laufend informiert werden wollen, dann empfehle ich Ihnen, unseren Handelsnewsletter zu abonnieren. Das geht über unsere Webseite. Und ansonsten stehe ich für alle Fragen zum Thema Handel gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihre Aufmerksamkeit. Guten Abend.